Oh mein Gott, Leute, heute werden wir einfach mal die neuen Stumbleguest-Maps spielen, die seit dem neuen Update dazugekommen sind, das Beta 0.50-Update. Und let's go. Los geht es mit... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall einer anderen Version von Bombardment. Boah, Junge, warum misst ihr mich so? Dings. Oder der Timex hier. Boah, Alter, der Arme. Und eigentlich... Boom! Qualifiziert! So, als nächstes Burrito Bonanza. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber ich glaube, die Variante, die ich hier gerade nutze, immer in der Mitte reinzugehen, ist ganz gut. Wow, was geht denn da? Ne, gar kein Bock. Hier lieber außen rum. So, und ab in die Lüfte. Jetzt hier oben lang. Okay. Funktioniert. Toll. Das ist ein bisschen glitschig hier drauf. Also passt auf, wenn ihr da oben lang geht. Das war für jeden Fall. Okay, wir sind im Ziel, sogar als Erster. Und dann geht's weiter in der nächsten Runde. Oh, hier haben wir die neue Map Elimination Base. Als Finale. Boah, ich werde direkt angeschossen. Das ist auch ein bisschen laggy. Also man merkt das daran, weil das Spiel sehr mit den FPS, also es reagiert definitiv später. Also ich bewege mich definitiv früher und deswegen Sprachenlernen, Bubble. Kann man nicht so gut treffen. Ja, das ist jetzt nicht der Knaller. Und auf einmal spawnt da so ein richtig krasser vor mir. Hier gewesen One-Shot, Leute. Wir müssen definitiv aufpassen. Aufwärts mal, dass da niemand spawnt. Wir sind sogar Platz 3. Das heißt, wir würden weiterkommen. Gut, wir sind halt ja, genau, tot. Jetzt sind wir Platz 4. Wir haben sogar 3 Kills, hä? Ich frag mich, ob Stumbleguys jetzt immer noch ab 6 freigegeben ist. Weil, ihr wisst, jetzt sind Waffen in dem Spiel drin, also schon ein bisschen länger. Seit der Map Blaster Base. Ich glaube, im Play Store und App Store steht noch, also im App Store steht ab 6, glaube ich. Und ich finde es auch ein bisschen schwer, hier gegen die Bots anzukommen tatsächlich. Denkt man gar nicht. Aber wenn das Internet dann noch keinen Bock hat, braucht schon gutes Internet, um das zu spielen. Die Map ist auf jeden Fall schwer mit schlechtem Internet, merkt euch das. Also wenn ihr kein, also mobile Daten-Internet habt, dann könnte es sein, dass ihr nicht überlebt. Ich merke auch gerade, dass der automatisch schießt. Also scheint so. Er bewegt sich auch gerade ein bisschen weird. Manchmal buggt das Internet da ein bisschen. Und besonders, wenn dann Online-Lobbys sind, krass laggen. Yes, ich hab ihn. So, den wollen wir noch kurz killen. Mit Internet ist das ein bisschen schwer, wenn 2 Dudes auf mich gehen. Hä, wo bin ich denn jetzt gestorben? Ja, solange die da fighten. Let's go. Komm, lass einfach so kämpfen, dann besiegen wir den auf jeden Fall. Let's go. Ich hoffe, wir kommen weiter. Seht ihr auch an der Seite irgendwie so eine Bestenliste, glaube ich. Sieht man, dass der erste einfach 11 Kills hat? Das ist doch krass. Die fighten einfach. Ja, okay, wir sind eliminiert. So, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper quiet.